Und hier erwähnt er einen weiteren Bericht, wahrscheinlich auch von den Israeliten. Er sagte, es wird überliefert, dass Iblis vor Musa erschien und da sagte er zu Musa, Iyaka wal Hidda, hüte dich vor dem Wüten, vor Zorn, vor Erregbarkeit. Und dann sagte er, فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبي بالكرة. Ich spiele mit dem erregbaren, erzürnbaren oder wütenden Menschen, wie ein Kind mit dem Ball spielt. Also er wendet ihn, wie er möchte, nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Und dann sagt er, وَإِيَّاكَ وَالنِّسَاءَ, und nehme dich in Acht vor den Frauen. Ich habe nämlich keine festere oder bessere, sichere Falle aufgestellt nach meinem Gewissen als die Frau. Und hüte dich vor Geiz und Gier. Hüte dich vor Geiz und Gier, denn ich verderbe bei dem Gierigen und Geizigen, ich verderbe seine Dunya und seine Al-Akhira. Das ist, wie gesagt, auch so eine der Israeliten.